meine Lieben. Schaut mal, was heute auf der Post gekommen ist. Nachdem endlich alle Zollformalitäten geklärt worden sind, kam sie an, heute Morgen. Nein, heute Nachmittag. Ich war nicht zu Hause, aber mein Sohn hat es entgegengenommen. Und ich bin jetzt einfach beruhigt, dass die Kleine angekommen ist. Ich packe aber das Paket nicht aus, weil ich möchte die große Überraschung mir wirklich aufsparen für Dienstag. Und ja, ich bin natürlich völlig gespannt und ja, es reizt mich, aber nein, ich habe sie zum 50. gekriegt und der ist am Dienstag und ich muss jetzt einfach aushalten bis dort. Aber ich habe heute was gekauft. Und zwar dieses süße kleine Käppchen. Und zwar war das ganz praktisch. Es gibt ja keine Käppchen, die so klein sind. Das ist das große Problem. Aber das hatte hier so einen Gummizug drin. Der war so breit. Und den habe ich einfach so übereinander gelegt, habe es hier zugenäht. Und jetzt konnte ich dieses Käppchen verkleinern. Und mit ganz viel Glück passt das dann der Kleinen. Ich verstehe gar nicht, wieso es keine so kleinen Sonnenhütchen gibt, weil gerade die kleinen Babys, die echten, müssten ja geschützt werden. Und ja, da gibt es echt nichts. Ich glaube, 39 ist das kleinste, aber selbst da kann meines noch einen Schwimmkurs nehmen. Aber ich hoffe jetzt, dass ich es mit dem hinbekomme. Dann möchte ich euch noch etwas zeigen. Habe ich in C&A gefunden, in Größe 42. Da steht drauf, Papis Little Bunny. Und zwar habe ich das mit einem Hintergedanken gekauft. Ich habe gedacht, falls ich wieder mal einen Partner habe und der vielleicht mit mir mal spazieren geht, dann ziehe ich ihm das an, dann kriege ich ihn vielleicht eher dazu, mal mit mir einen Spaziergang zu machen. Ein Versuch ist es wert. Und ich fand das einfach wirklich süß. Und dann war es noch im Angebot. Es war 12 Franken statt 19 Franken. Und ja, hat mir super gut gefallen. Hier sind die Sachen parat. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ist auch so ein kleines in Größe 42, auch so in rosa. Finde ich auch total süß. Dann ist der Wickeltisch ja parat. Der Stubenwagen, wo die Kleine mal reinkommt. Da ist einfach die Decke drauf, weil unsere Snoopy, die Katze, liegt immer drin, damit noch alles ohne Haare ist. Und ja, ansonsten kann ich euch noch schnell die Jungs zeigen. Die sind eigentlich schon am Schlafen. Ich habe jetzt nur noch mal das Licht angezündet zum Filmen. Das ist George, der schon schläft, und der kleine Jason. Ja, meine Lieben, ab Dienstag bringe ich dann ein paar Videos raus. Also nicht gerade am Dienstag, aber so nächste Woche. Weil das Motto an meinem Geburtstag, das ich wählen durfte, habe ich Nursery gewählt. Und ja, da werde ich vielleicht das eine oder andere noch bekommen. Und ich freue mich riesig, richtig riesig auf meinen Geburtstag. Es ist mal wirklich ein Tag für mich mit den Sachen, die mir gefallen. Und ich mache dann für euch die Videos, zeige euch, was ich bekommen habe. Ich mache auch am Dienstag ein Box-Opening mit der Kleinen. Und nächsten Samstag, also nicht morgen, sondern in einer Woche, habe ich das Fest mit meiner Familie und meinen Freunden. Und da werde ich vielleicht auch das eine oder andere noch kriegen für die Nursery. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und ich freue mich auf all die tollen Videos, die ich dann machen kann. Und auf die Spaziergänge mit der Kleinen. Nun wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Samstag. Genießt es. Bei uns hat er für Samstag, Sonntag noch super Wetter angesagt. Das werden wir sicher genießen am Muttertag draußen. Und ab Montag bis auf Weiteres darf ich gar nicht aufs iPhone schauen. Es ist nur Regen angesagt, aber ich lasse mir jetzt einfach die Laune nicht verderben. Macht's gut, ihr Lieben, und bis bald. Tschüss!